Hallöche Leute und willkommen zu einer kleinen Projekt. Und zwar spielen wir auf einer Einzelspieler, immer ich nur alleine, Minecraft Christmas. Ja, die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür. Und ja, ich möchte mit euch wieder mit den Weihnachten. Wieder mit euch mit so ein kleines Projekt wieder starten. Also es wird ja nur bis 24. Dezember und dann ist auch das Projekt zu Ende. Also ich mache mit euch hier bei der Minecraft, also eigentlich wollte ich eigentlich sagen, dass der Minecraft, dass ich eigentlich Minecraft Let's Play eigentlich aufhöre, aber ich möchte noch mit euch ein letztes Mal noch ein kleines Projekt starten, was ich immer in der Zeit, immer früher mit meiner Weihnachtszeit und mein Weihnachtswunsch immer erlebt hatte. Und ja. Und da. Ja, okay. Und da ich jetzt mit euch ein bisschen habe. Also. Vor 2 Jahren habe ich doch so ein kleines Minecraft-Weihnachten-Projekt gemacht. Und da war jetzt nicht so viel passiert, da habe ich nicht mit euch so gelabert, was gerade die Weihnachtszeit gewesen war. Das war nicht so viel los. Ich hatte nicht so viel gelabert, deswegen möchte ich mit euch wieder das Ding wieder zurückkehren lassen. Und zwar wieder Minecraft Christmas. Eigentlich nennt sich das Minecraft Weihnachten, aber ich finde die englische Teil besser, deswegen halt. Und ja. Und da sehe ich schon, ouch, ein Geschenk. Ein Ding geschenkt, und zwar ist es ein roter Geschenk, was irgendwie aus dem Nichts kommt. Aber ja, ach stimmt ja. Also ihr könnt schon hören, dass ich gerade mit einem anderen Rennerprogramm nehme, nicht mehr Casio Studio 8, sondern jetzt hier Sony Vegas Pro 14, nicht 12, weil ich irgendwie gesagt habe 12, aber das macht ja keinen Sinn. Und ja, und da möchte ich mit euch ein bisschen darüber, was mir in meiner Weihnachtszeit immer so alles früher passiert war. Also, da kann ich mit euch noch kurz erzählen, was meine Zeiten gewesen war. Also um das mal klarzustellen, also Minecraft Christmas kommt jetzt jeden Tag, so Samstag und Sonntag, so um 16 Uhr, weil ich das irgendwie jetzt abends aufnehme, weil ich hatte halt Bock gehabt. Deswegen werde ich nächste Woche jetzt wirklich um 16 Uhr oder das machen, und 18 Uhr? Ich glaube, wir machen 18 Uhr lieber. Da wird das. Oh. Da machen wir ein bisschen leicht. Alter. Scheiße, Alter, nein! Gott. Boah, mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war richtig knapp. So, was war. So, ich kann euch jetzt erzählen, was ich immer früher in meiner Weihnachtszeit immer erlebt habe. Also, ich kann euch hier kurz was erzählen. Ich stehe jedes Mal auf, immer circa 5 Uhr bis 6 Uhr, wenn es Heiligabend ist. So, halt. Früh. Und ja.
Das habe ich immer früher immer halt gerne gemacht, immer. Jedes Mal stehe ich immer früh morgens auf und da kann ich schon direkt früh morgens das Geschenk auspacken. Ja, richtig. Weil ihr wisst doch alle, was Heiligabend ist. Also Heiligabend ist, dass Jesus Geburtstag hat. Und ja, deswegen feiern wir halt jetzt ja die Weihnachten halt. Ja. Ja. Und deswegen nennt sie auch das Heiligabend. So. Und ich will nur mal kurz sagen, immer, wenn ich immer aufstehe, circa 5 Uhr morgens oder 4 Uhr, kommt immer Heiligabend, circa 0 Uhr oder so. Was, da kann ich direkt die Geschenke auspacken. So circa 5 Uhr oder 4 Uhr, wie auch immer, kann ich das direkt, das Geschenk packen, schon früher morgens. Und da habe ich jetzt so gedacht, alles klar, da kann ich das, und da bin ich immer jedes Mal, schlafe ich immer ein bisschen früher, so circa 10 und oder bis 11. Und ja, und dann mache ich meinen Wecker einfach an, das war letztes Jahr, da habe ich meinen Wecker angemacht zu 5 Uhr morgens und wollte gucken, ob die Geschenke da sind hier unten und so, und da, ja, und die Geschenke waren da unten und ich konnte die noch holen. Pen, Schwäsch und alle anderen mussten, alle anderen waren am Pen und ich der Einzige war noch ganz früh aufgestanden, konnte die Geschenke noch spielen noch dazu. Ist kein Scherz. Ich konnte noch spielen mit solchen Spielen und auch Konsole sogar. Und ja. Und deswegen habe ich das immer früher gemacht, jedes Mal. Stehe ich immer auf, schlafe erstmal so früher und so, und ich weiß nicht, ob ich das im nächsten Jahr, ob ich das in diesem Jahr wieder das wieder tue, aber ich glaube, im nächsten Jahr mache ich das wieder, weil das echt so cool ist, den Trick, ey, weil der Trick ist halt, du träumst so erstmal voll weg und denkst so, und denkst du, du freust dich richtig, dass du ein Geschenk bekommst und so und du musst immer warten und so. Und da hat es mich ein bisschen genervt, dass ich immer bis 0 Uhr warten muss oder für morgen sogar. Oder nachts oder sogar. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das war, glaube ich, immer nachts. Ja. Ja, also. Ja, deswegen mache ich das halt bei der Weihnachtsjahr halt. Ja. Hoffentlich stirbst du jetzt nicht. Ja. Und da werde ich jetzt mal. Ja, und das ist halt. Ja, und das ist halt, was ich jetzt. Ja, und das ist halt die Weihnachtszeit halt. Also, da jedes Jahr müssen wir jedes Mal die Weihnachtszeugs immer auftragen, damit die immer ein bisschen schöner sind und so. Wie jetzt zum Beispiel bei meinem Zimmer. Wenn ich das Licht immer ausschalte, dann sieht es richtig nice aus. Dann mit der Beleuchtung und so. Das sieht richtig cool aus und deswegen feiere ich das so sehr. Weil das macht echt schon Bock, dass jedes Mal das Licht ausschaltet und dann merkst du, oh nein, jetzt habe ich kein Licht. Aber egal, du hast hier diese Weihnachtszeug. Hier die wenigste Strom ab. Ja.
Und da mache ich hier mein Haus dahin, damit ich hier ein bisschen also farmen kann und so. Und ja, das ist ja halt das Ding halt. Und ich möchte euch wissen, was ihr mit eurer Weihnachtszeit erlebt habt oder was euer Geschenk ist und so. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mich halt fragt, was ich jetzt für Geschenke habe. Das verrate ich euch nicht. Das verrate ich euch erst am 24. Dezember, wenn es Heiligabend ist. So. Und ja, ist doch klar, das verrate man immer keine, sogar auch Eltern nicht. Weil ich darf es ja nicht dafür, eigentlich darf ich es wirklich keinen. Kinder draußen. Ihr dürft. Das ist immer bei der Weihnachtszeit oder so. Ihr dürft nicht wissen, ob ihr müsst nicht wissen, ob die Eltern das Geschenk haben oder irgendeiner. Das soll keiner wissen, dass euer Eltern, also ihr, die jetzt schon immer ein Geschenk gemacht machen, das verrat man immer gar nichts immer, und da verrat man das erst am 24. Heiligabend erst die Geschenke erstmal, dass man wisst, das war unsere Eltern, dass die uns ein Geschenk gemacht haben. Ja, das waren die. Und in den letzten Jahren waren auch unsere Eltern gewesen. Dass die das Geschenk einfach so verteilt haben und das einfach noch gekauft haben. Letztendlich ist das so. Und ja, und deswegen halt fand ich immer, es ist so geil. Ich möchte, dass es jetzt wieder... Oh, jetzt möchte ich jetzt wieder, dass es schneit. Ey, ohne Witz, ne? Im letzten Jahr ist so wenig Schnee gewesen. Also ich muss schon sagen, im letzten Jahr war es so wenig Schnee gewesen. Deswegen fand ich ein bisschen schade, dass immer noch kein Schnee ist. Finde ich immer noch ärgerlich. Aber wird die nächsten paar Tage vielleicht kommen. Wer weiß. Dann haben wir unser Schnee noch dazu in Weihnachtszeit. Weil letztendlich finde ich das schöner, wenn es in Weihnachtszeit hier noch Schnee gibt. Dann ist es viel besser, angenehmer. Und die ganzen Dinger regen mich gerade ein bisschen auf. So. Ja gut, ich glaube, wir beenden das heute, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was euer Weihnachtsgeschenk oder Weihnachtszeit ist. Und ja, da werde ich das vorlesen. Und ja, weil ich rede manchmal ein bisschen Unsinn auch, ein bisschen halt, aber das werdet ihr alles erleben in einer kleinen Projekt von Minecraft Christmas. Da könnte ich mir jeden Tag mir irgendwas in die Kommentare schreiben, was euer Weihnachtszeit ist und Geschenke. Das finde ich immer cool, weil das machen immer ein paar große YouTuber oder ein paar Mitte-YouTuber sogar. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann und tschüssi! Ja.